Uns können sie vertrauen. Leider nur uns in der Welt. Wir haben vielleicht in der letzten Zeit zu große Ideale gesehen von einer aufgeklärten Welt und aufgeklärten Menschen und so weiter. Und vielleicht ist das alles leider im Moment gar nicht Realität, sondern vielleicht ist alles, was wir gerade haben, eigentlich so, dass es nur um Vertrauen geht. Der Nachteil von Monarchien ist, dass da es mal sein kann, dass da auch mal ein guter König ist, aber dann kann es auch sein, dass zufällig der Nachfolger ein schlechter König und damit übler Diktator ist, der der Masse der Menschen viel Schaden zufügt. Und die Demokratie ist eigentlich nur der einzige Unterschied, dass die Menschen einen gewissen Einfluss darauf haben, wer ihre nächste Leitfigur ist, der sie vertrauen und folgen können. Vielleicht machen es die Parteien doch gar nicht so verkehrt, indem sie einfach nur versuchen, einen Personenkult um bestimmte Personen herum zu machen, dafür zu werben, dass die Menschen diesen vertrauen können und diesen dann folgen können. Und jetzt können wir vielleicht auch nichts anderes machen, anstatt die Zusammenarbeit mit irgendwelchen, all dieser Menschen mit Bildungsmangel und Irrtümern im Kopf, anstatt da eine Zusammenarbeit anzustreben, können wir auch nur so vorgehen, dass wir sagen, liebe Wählerinnen und Wähler, wir sind die einzige vertrauenswürdige Instanz in der Welt und irgendjemand von Ihnen sollte eine Partei gründen, egal wie die dann heißt, aber der Hauptinhalt sollte sein, dass sie unter anderem auch eben wesentlich auf den Weltrat und die nextscientistsforfuture.de hören und vertrauen wird, diese neue Partei. Und dann, liebe Wählerinnen, können Sie das wählen. Denn das Dilemma ist, dass der Weltrat aus lauter Professoren und Professorinnen und Doktoren und so weiter besteht, die alle darauf bestanden, dass der Weltrat selbst überparteilich sein muss. Das heißt, nicht eins zu eins, also nicht mit einer Partei direkt einhergehen darf, sondern wir immer nur Berater und Helfer einer Partei sein dürfen. Aber das sozusagen, der Weg ist also, dass irgendjemand eine Partei gründen sollte, die eben als reformierende Instanz den Weltrat bzw. die Next Scientists for Future nutzt. Ja, Bildungsmangel und Irrtümer überall. Warum können Sie nur dem Weltrat und den Next Scientists for Future vertrauen? Erstens, der Weltrat darf von außen keinen einzigen Cent an irgendwelchen Spendengeldern annehmen, ist also unkorrumpierbar. Was sind eigentlich Professoren, Doktoren und so weiter? Das sind eigentlich Lehrer, die auch ab und zu mal forschen. Also es sind eigentlich Menschen erst einmal aus der Mitte der Gesellschaft, die gelernt haben, so gut wie möglich umzugehen mit Wahrheit und Unwahrheit, mit wirklichem Wissen und Manipulation,
die gelernt haben, auch ansatzweise das zu unterscheiden, was ist Wissen, was ist Manipulation, was ist Täuschung, was ist Irreführung, was sind vorteilbringende Irrtümer, was ist das, sind die Irrwege in der Menschheit. Und deswegen, weil das sich ja letztendlich um Menschen aus der Mitte der Gesellschaft handelt, die weder Millionäre noch Milliardäre sind, sondern nur eigentlich Wissensmilliardäre sind, ja, denen können sie vertrauen. Warum? Weil wir, ich mach's mal am Beispiel von mir, ganz einfach, ja, wenn ich jetzt sozusagen ganz kurz von mir erzähle. Ich bin auch nur ein wissenschaftlich gebildeter Mensch, der nur ganz konkrete Ziele hat. Ich möchte nicht mehr, dass mich die Supermärkte und Restaurants und Kioske vergiften mit chemischem, verseuchten, vergifteten Industrie-Sondermüll, der immer billiger hergestellt wird und deswegen immer gesundheitlich gefährlicher für mich wird. Ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass die Supermarktleiter und so weiter, alle dann belohnt werden, wenn sie mir absolut gesundheitsförderliche Nahrungsmittel nahebringen. Dafür wird bis jetzt aber niemand belohnt, also tut es auch niemand. Dann möchte ich, dass die Ärzte nicht versuchen, auf Teufel komm raus, mich zu irgendwelchen Behandlungen oder Operationen oder irgendwelchen Impfungen oder Tests oder sonstigen Sachen zu überreden, damit sie möglichst viel Geld aus mir heraus kassieren können, sei es über die Krankenkasse oder sonst wie, sondern ich möchte, dass die Praxen meine besten Freunde werden. Der Arzt, die Ärztin, mein bester Freund wird, der nur ein Ziel hat, meine Gesundheit und mein Wohlfühlen bestmöglich zu steigern. Aber dafür wird bis jetzt niemand belohnt, also tut es auch niemand. Also will ich, dass endlich die Leute für das richtige Tun belohnt werden. Und dann will ich, was ich hier auch erleben musste, ist auch, dass wir mittlerweile einen Rechtsstaat haben, der mittlerweile zu einem Unrechtsstaat verkommen ist. Ich will erleben, dass hier jeden Tag, dass eigentlich die Verbrecher bei uns Narrenfreiheit haben. Und denn alle machen mehr Karriere, wenn es mehr Verbrecher gibt. Polizisten können höher aufsteigen und Karriere machen und Vorgesetzte von neuen Polizisten werden, wenn es immer mehr Verbrecher gibt. Richter fühlen sich umso wichtiger und gebrauchter und kriegen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter bewilligt, wenn immer mehr Verbrechen los sind. Staatsanwälte und Anwälte verdienen dann am meisten, wenn immer mehr Kundschaft, also immer mehr Verbrechertum in der Gesellschaft rumwuselt. Und ich wünsche mir aber, dass endlich diese ganzen Instanzen des Rechtsstaates dafür belohnt werden, wenn sie mich schützen vor all diesen Verbrechern. Und das tut aber, das geschieht aber eigentlich nirgends. Warum? Sie werden nicht dafür belohnt. Niemand wird bisher belohnt dafür, wenn er mich schützt vor all den Verbrechern, sondern alle machen dann am meisten Karriere, wenn sie diesen Verbrechern überall Narrenfreiheit gewähren. Ja. Und die Lösung dafür hat nur
der Weltrat, weil er im Gegensatz zu all den anderen Instanzen, die es in dieser Welt gibt, all diesen Personen, die hier genannt sind, auch in der Infobox unter den Sendungen, all die sich irrenden Personen, ja, all diese ganzen Irrtumsträger, die ganzen Menschen in die Irre führen und verführen mit ihren Irrtümern, weil die alle natürlich letztendlich einen riesigen Bildungsmangel aufweisen, eventuell sogar einen Gehirnsubstanzmangel oder Intelligenzmangel. Ja? Ich kann das ja mal so beschreiben. Also, die meisten, all diese Irrtumsträger, die in unserem Titel der Sendungen aufgeführt sind und in der Infobox aufgeführt sind und all die anderen, das sind ja nur ein kleiner Teil all der Irrtumsträger, die uns alle versuchen, unser Vertrauen zu gewinnen und die alle aber unser Vertrauen nicht verdienen. Warum verdienen sie nicht unser Vertrauen? Weil diese Menschen alle keine solide Ausbildung haben. Ja, sie als Wählerinnen müssen das ja nicht alles studieren, aber die Leute, denen sie ihr Vertrauen schenken und denen sie folgen oder von denen sie sich regieren lassen oder von denen sich die Reformen gestalten lassen im Lande, die sollten das Ganze doch gelernt haben. Die sollten eben wissen, wie das im Universum abgelaufen ist. Vor 13,8 Milliarden Jahren Urknall, 10 Milliarden Jahren Entstehung der Galaxien, 5 Milliarden Jahren Entstehung des Sonnensystems, 3,5 Milliarden Jahren Entstehung von Leben auf der Erde. Also die Zahlen sind natürlich alle nur ganz ungefähr zu verstehen und dann hier vor 65 Millionen Jahren, also 0,065 Milliarden Jahren, also hier 65 Millionen Jahren der Niedergang der Dinosaurier und der Aufstieg von uns Säugetieren und dann vor 13,8 Millionen Jahren der Aufstieg von uns Menschen ähnlichen Lebewesen, ja, vor 5 Millionen Jahren circa der aufrechte Gang ziemlich fertig entwickelt, vor 4 Millionen Jahren unser neues Sozialsystem, der urmatriarchale, pazifistische Bodo-Boschenka-Kommunismus, unsere wahrscheinlich natürliche genetisch herausgebildete neue hochsoziale, hochkooperative Lebensform. Und dann vor 2,5 Millionen Jahren die ersten Erfindungen quasi von Technik, Steinmesser und Steinhämmer als erste Technikelemente. Und dann vor 2 Millionen Jahren circa die Angleichung von Körpergröße von Männern und Frauen, also immer größere Entfernung von dem früheren Lebensmodell des Harems, wie wir es noch bei den Gorillas kennen. Und ja, vor 1,7 Millionen Jahren dürfte irgendwie dann der Fellverlust im Wesentlichen abgeschlossen gewesen sein. Das Schwitzen in der Savanne wurde möglich, was ein längeres Laufen ermöglichte. Und dann vor 400.000 Jahren, 0,4 Millionen Jahren, hat uns alles zerstört und unser aller Leben zerstört. Die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und wahrscheinlich den endgültigen Genickbruch hat uns gebracht. Die Erfindung des Ferntauschhandels, des Fernhandels, des Long-Distance-Trades, der allerspätestens dann vor 140.000 Jahren erfunden war. Ja, hier haben wir es, also nochmal 400.000 Jahren, ja 300.000 Jahren kann sein, dass da also auch schon der Long-Distance-Trade erfunden wurde. Vor 300.000 Jahren sagt man ja auch, dass jetzt dann auch die Art Homo sapiens entstanden sei, also der Übergang von Homo erectus zu Homo sapiens.
Aber das heißt also möglicherweise auch ganz eng verknüpft mit der Erfindung des Ferntauschhandels, wobei andere Professoren sagen, vor 140.000 Jahren erst der Ferntauschhandel und hier haben wir vor 170.000 Jahren eventuell schon der Beginn des Schamanismus und des Frühärztetums eventuell schon. Und dann, wie gesagt, vor 140.000 Jahren der Ferntauschhandel und vor 100.000 Jahren das Verlassen von Afrika. Also bis dahin waren wir alle Schwarze, unsere Urgroßeltern waren alle schwarzhäutig und Afrikaner und so weiter. Von wegen Absage an den Rassismus. Wir sind alle Schwarzafrikaner, alle Menschen auf der Erde. Wir haben nur einen etwas anderen Farbanstrich teilweise bekommen. Ja, und dann haben wir eben hier vor 40.000 Jahren zum Beispiel Erfindung von Geld und erste Anfänge von Ackerbau und Viehzucht oder erstmal Ackerbau und dann hier der große Boom von Ackerbau und Viehzucht und das hat unser Leben weiterhin zerstört, weil dann eben die Händler immer mehr Massennahrung herstellten, die aber nichts mehr mit gesunder Nahrung zu tun hatte, sondern nur noch mit maximalen Profit auf unsere Kosten zu tun hatte. Ja, und all diese Leute, die um ihr Vertrauen werben, davon gar keine Ahnung haben, ist alles, was sie sagen, eigentlich besteht nur aus Irrtümern. Ja, sie verstehen auch nicht, dass wir laut Aussage einiger Professoren in den letzten 40.000 Jahren schon 0,15 Liter Gehirnschwund zu verzeichnen haben, also schon 0,15 Liter, also etwa 10% unserer, hier hatten wir ungefähr im Durchschnitt 1,5 Liter Hubraum, Gehirnvolumen sozusagen. Und dann haben wir 10% in den letzten 40.000 Jahren schon verloren. Wir werden also immer dümmer und primitiver. Und vielleicht kriegen wir, das müssen wir, also diesen Trend müssen wir ja unbedingt wieder umkehren, ja. Und ja, und was dann all diesen Irrtumsträgern, was sie alle nicht verstehen, ist die Glückszerstörung in diesem nach der Erfindung des Ferntauschhandels, nämlich dass hier die Frühhändler und Frühärzte, die in der Wahrheit lebten, keine Wettbewerbschancen hatten mehr gegen die sich irrenden Frühhändler und Frühärzte, die sich irrten und lauter Irrtumsgeschichten verbreiteten oder multiplizierten. Oder verbreiten diesen durch ihre Partner, die dazu führten, dass uns alles, was uns auf natürliche Weise glücklich macht, wegmanipuliert, weggeredet wurde, moralisch weggeredet wurde und so weiter. Zum Beispiel Körperkontakt, Nähe, Zärtlichkeit, Liebe wurde in mehr oder weniger starker Weise verteufelt, verunglimpft, diffamiert und so weiter. Und alle profitierten dann davon, dass wir kaufsüchtig und konsumsüchtig und shoppingsüchtig wurden, esssüchtig und so weiter, ja. Denken Sie nur an die riesige Übergewichtswelle, die erst so richtig auf uns zurollt, ne? Wir sind ja erst am Anfang dieser gewaltigen Übergewichtswelle. Und ja, dass also die Händler, je mehr sie sich irrten, desto mehr profitierten sie, desto mehr verwandelten sie uns in süchtige, kaufsüchtige, konsumsüchtige, esssüchtige, alkoholsüchtige, zigarettensüchtige, medikamentensüchtige Kundschaft sozusagen. Profitierten, konnten viele Urenkelkinder ernähren und wurden die Vorfahren unserer ganzen heutigen erfolgreichen, ja, Kasten, die Sparten, die uns alle
mehr oder weniger riesige Schäden zufügen. Und durch diese vorteilbringenden Irrtümer war dann unser ganzes Denken, bestand eigentlich nur noch aus Irrtümern. Wir sind also von diesen vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten, besonders der Frühhändler und Frühärzte, von oben bis unten hindurch manipuliert und voll von Irrtümern und ja, und da eben, von daher ist sozusagen die Hoffnung, dass in der Gesellschaft alles kooperativ abliefe, eine riesige Illusion. Der antikooperative Anteil dürfte weit überwiegen. Das heißt, aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern glauben alle Sparten, sie würden uns Gutes tun, während sie unser Leben ruinieren, um maximalen Profit an uns und mit uns und auf unsere Kosten machen zu können. Und das können eben nur Weltrat und Next Scientists for Future beenden, weswegen eben jemand eine Partei gründen muss, die sagt, wir profitieren, also wir richten uns nach den Empfehlungen des Weltrats und der Next Scientists for Future. Ja, und dann hier quasi alle Sparten, die gefährlichsten Sparten der Welt, sind wohl die Sozialsparten und NGOs, die also quasi davon leben, dass sie Elend auf der Welt begünstigen, erhalten und gewinnbringend verwalten. Die NGOs fördern das Elend in der Welt, den Hunger, die Armut, das Leiden der Tiere, überall das Leiden auf der Welt, weil sie nur so einen ausreichenden Vorwand haben, um Spendengelder erbetteln zu können und davon zu profitieren. Und die Gesundheitssparten und Nahrungssparten, die Nahrungssparten vergiften uns nicht aus böser Absicht, sondern einfach nur, weil sie gezwungen sind, durch die jetzigen Marktmechanismen sozusagen immer billigere Rohstoffe zu verwenden, damit sie also sozusagen weniger Herstellungskosten haben und deswegen im Markt gut überleben können. Und nur das Dilemma ist, dass diese immer billigeren Rohstoffe gleichzeitig auch immer gesundheitsschädlicher werden, ja, immer giftiger für uns werden. Und davon profitieren die Gesundheitssparten, die also quasi einerseits zulassen, dass wir von allen Seiten krank gemacht werden, weil sie dann ja auch gut kassieren können für die Behandlungen von uns. Andererseits, ohne dass ihnen bewusst ist, machen sie uns aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern selbst wieder mit ihren Behandlungen wieder neu krank. Das, was man so Nebenwirkungen nennt, sind ja in Wirklichkeit ist die Erzeugung eines neuen Krankseins des Menschen sozusagen. Und ich komme selbst auch aus den Gesundheitssparten. Also wir haben im Studium gelernt, das habe ich aber natürlich erst später verstanden und durchschaut, dass wir die Menschen krank machen, damit wir Geld verdienen können, ja, und krank halten vor allem, dass wir sie chronisch krank halten und zu Dauerpatienten machen, damit wir möglichst schön immer weiter Geld verdienen können, ohne dass uns das bewusst ist, denn wir wissen nicht, was wir tun, ja. Ja, und so die Waffensparten, die erzeugen in uns die Kriegsbereitschaften und so weiter. Und jede Sparte, jede Behörde, alle haben sie lauter vorteilbringende Irrtümer, die uns manipulieren und für die Sparten am Ende immer Wege finden, aus dem ganzen Kuchen hier, aus dem Gesamtkuchen heraus möglichst viel Geld herauszuschlagen, ja. Und dieses Spiel muss endlich aufhören und das können beenden nur Weltrat und Next Scientists for Future mit ihrer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO, die nicht diese
unendlich vielen Baufehler in sich hat, wie die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber zum Beispiel, die unsere jüngere Schwester ist, zwar den gleichen Grundgedanken hat, aber in der praktischen Ausführung lauter Baufehler und Konstruktionsfehler aufweist. Ja, also deswegen gibt's nur eins, wenn Sie regiert werden wollen von der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Im ZDF wurde zuletzt bei 13 Fragen die Gemeinwohlökonomie immer wieder genannt. Aber es ist eben, es gibt nur eine brauchbare Gemeinwohlökonomie, das ist die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Wenn Sie von der regiert werden wollen, dann müssen Sie, muss irgendjemand eine neue Partei gründen und dann sagen, hier, wir setzen das um, was Weltrat und Next Scientists for Future uns, was sie, wie sie uns beraten und begleiten und in den Ministerien bei den Reformen helfen, das machen wir sozusagen. Ja, und vielleicht geht's nicht anders, vielleicht müssen wir diese Ideen des Argumenteaustausches und so weiter und auch, ja, vielleicht hat das auch gar keinen Sinn, diese komplizierten Diskussionen und Argumente, Diskussionen zu führen, sondern Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, müssen einfach schauen, wem Sie wirklich vertrauen können und vielleicht, ich kann nicht mehr sagen, als dass Sie uns vertrauen können, weil wir wie Sie als Menschen kein anderes Interesse haben, als in einer Welt zu leben, wo alle Sparten letztendlich meinem Wohlfühlen, meiner Gesundheit und meiner Langlebigkeit und teilweise auch meinem Wohlstand dienen müssen. Wenn sie mir nicht dienen, dann wird ihnen die Beute entzogen, wird ihnen der Verdienst entzogen, werden ihnen die Verdienstzuschüsse entzogen und dann gehen sie pleite. Und so soll es ja auch sein, dass jemand, der mir schadet, auch nichts verdienen soll. Ja, dann, was verwenden wir in der GWO, in der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung? Wir können diskutieren, wir können mit dann also sozusagen anbieten, die Wohlfühlstimme, dass Sie, liebe Wählerinnen, mit Ihrer Wohlfühlstimme quasi darüber bestimmen, dass eben in Zukunft nur noch Firmen und Ärzte und Marktleiter, Restaurantleiter, Kioskleiter und so weiter überleben können, wenn es ihnen besser geht im Leben. Wenn die Polizisten, Staatsanwälte, alle Behörden, alle werden nur noch dran gemessen, verbessern sie ihr Wohlfühlen und damit geben sie bessere Wohlfühlstimmen ab. Verbessern diese ganzen Behörden und Sparten und Wirtschaftsteile ihren tatsächlichen Gesundheitsaufwand, erzeugen sie bei ihnen mehr Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter. Dann gibt's Verdienstzuschüsse, ansonsten keine Verdienstzuschüsse und die Firmen gehen pleite, ne? Ja, und dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir schon 0,15 Liter Gehirnsubstanz wahrscheinlich verloren haben in den letzten 40.000 Jahren. Das liegt da auch daran, dass wir im Moment, dass die Sozialsparten ja alle davon leben, dass sie inkompetente Menschen, die sozial scheitern, betreuen. Und alle Sozialspartler machen ja dann am meisten Karriere, wenn es möglichst viel Arbeitslose, für möglichst viel Obdachlose, für möglichst viel notleidende, inkompetente Menschen gibt, die selber nicht so richtig mit dem Leben zurechtkommen. Und diese Sozialsparten haben dafür gesorgt, dass wir dachten, es wäre okay, wenn diese Menschen hier, die wenig gebildeten, wenig kompetenten Leute, möglichst viele Kinder bekommen, als sei das kein Problem. In Wirklichkeit
ist es so, dass dadurch immer mehr Nachwuchs an inkompetenten Menschen einerseits nach Deutschland gekommen ist, andererseits in Deutschland geboren wurde. Und dadurch verdummt das Land. Und die durchschnittliche Gehirngröße, die ja bei uns war vor 4 Millionen Jahren ja noch bei etwa einem halben Liter Gehirnvolumen lag. Wir können uns also problemlos wieder, also eigentlich können wir unsere Gehirngröße von 1,5 Litern vor 40.000 Jahren problemlos wieder zurück evoluieren Richtung, wir können auch irgendwann wieder nur noch 0,2 Liter Gehirnvolumen haben, ja, weil die Evolution ist nicht begrenzt. Es ist in keiner Richtung begrenzt, ja. Wir könnten sogar unser ganzes Gehirn wieder weg evoluieren. Das ist möglich. Das ist alles kein Problem. In der Evolution ist alles möglich. Aber wir empfehlen halt, dass wir mal hier wieder ein paar Kinder bekommen und hier möglichst gar keine, damit die mit den größeren Gehirnen wieder ein paar mehr Kinder bekommen, so dass wir Kinder bekommen, die wieder heranwachsen zu fähigen Unternehmern, fähigen Arbeitsplätze schaffern, fähigen Entwicklern, fähigen Ingenieuren, Innovatoren, Erfindern und so weiter. Aber dazu brauchen wir hier Kinder. Und die Kinder hier, die bringen uns da gar nichts, weil leider der größte Vorteil bringende Irrtum der Sozialspaten ja eben nur ein einziger Irrtum ist, nämlich, dass alle neugeborenen Kinder potenzielle Genies seien. Das stimmt eben nicht, denn die Evolution ist ein ungleichheitserzeugendes Ding und die erzeugt eben große Gehirne und kleine Gehirne und produziert immer wieder Unterschiede, Ungleichheiten. Und weil genauso die Evolution funktioniert quasi. Es werden ganz viel unterschiedliche Varianten erzeugt und dann greift die Selektion an und was in die Umwelt gut passt, überlebt und bleibt da. Und was nicht gut in die Umwelt passt, nicht so gut in die Umwelt passt, stirbt aus. Ja. Und in diesem Sinne brauchen wir eine Bevölkerungspolitik, die es wieder unseren fleißigen, klugen Frauen wieder ermöglicht, problemlos ein paar Kinder zu bekommen und so weiter. Na, ich gehe mal weiter hier. Ja. Ja, ganz grundsätzlich müssen wir dazu kommen, dass wir wegkommen von diesem völlig unsinnigen Hass auf die Milliardärskönige, Journalistenkönige, Politikkönige, weil wir nur mit ihnen gemeinsam, liebevoll gemeinsam die Probleme der Menschheit lösen können und diese Spaltung und Hass, als ob es da böse Schuldige gäbe. Wir alle sind schuld an diesem kranken System, in dem wir alle leben. Ja, und da wissen wir eben auch nicht, ob Fridays for Future und Greta, ob das da nicht um eine riesige Spendenabzocke-Modell ging, also sozusagen immer das Grundschema. Macht den Leuten Panik, dass irgendwas ganz schlimm ist für uns und irgendwas und erpresse sie dadurch dazu, möglichst viel Spendengelder zu spenden und dann greife diese Spendengelder ab und bereichere dich an diesen Spendengeldern. Dieses kapitalistische Geschäftsmodell scheint, haben wir den Eindruck, steckt hinter all diesen NGOs. Und wenn es nicht das ist, dann steckt hinter all diesen NGOs eine unendliche Dummheit und Inkompetenz. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Zwei andere Möglichkeiten sehen wir leider da nicht. Ja, man braucht eben die Ausbildung. Sie sollten nur Leuten, die ihr Vertrauen schenken, die wissen, wie die Evolution verläuft, dass unsere Kinder die Aussackungen unserer selbst in die Zukunft hinein sind. Dass es also der egoistischste Akt der Welt ist, den es geben kann, wenn eine Mutter ihr Kind stillt. Sie stillt nämlich, sie ernährt sich selber. Und sich selber zu ernähren ist ein egoistischer Akt, ein gesunder Egoismus.
Und ja, dass wir auch nicht nur selber eigentlich vom Kern her Schwarzafrikaner sind. Vor 100.000 Jahren waren alle unsere Urgroßeltern noch Schwarzafrikaner, ja. Sondern dass wir auch zum Beispiel aus Schwarzafrika hier diese hübsche junge Gesundheitswissenschaftlerin dann auch hier brauchen und hier frische Gene einzubringen, indem sie dann hier mit den hier schon lange lebenden Männern Kinder bekommt und so weiter. Was wir nicht brauchen, sind Parallelgesellschaften, aber wir brauchen frische Gene, insofern endgültige Absage an jeden Rassismus. Ja, und vielleicht ist eben, wenn wir dann noch mehr Demokratie verankern wollen, wenn wir sagen, die Wohlfühlstimme alleine zum Beispiel würde uns nicht reichen, dann haben wir ja noch all diese Mittel hier, Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheid, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, ja, aber vielleicht müssen wir das alles nicht so kompliziert machen. Vielleicht geht das alles auch etwas einfacher. Und wie gesagt, diese Sendung heute, da hier geht es ja auch darum, um ihr Vertrauen zu werben. Ja, und vielleicht ist es auch alles viel zu kompliziert, diese verschiedenen Vorschlagsalternativen und Wahlprogramme. Vielleicht ist das menschliche Leben wirklich so ähnlich wie bei den Bonobos, wo quasi die letztendlich die zum Beispiel die Männer sagen, indem sie mit einem Zweig auf den Boden schlagen, liebe Frauen und Kinder und anderen Gruppenmitglieder, vertraut mir, ihr kennt mich, ihr wisst, ich habe euch bisher immer zu guten Nahrungsquellen, zu guten leckeren Fruchtbäumen, die schön reif waren, geführen können, weil ich so intelligent und klug bin und das kann und mir die Sachen merken kann, die in der Umwelt geschehen und ich werde euch auch heute zu einem leckeren Fruchtbaum führen. Vertraut mir und folgt mir, ja? Und vielleicht ist menschliches Leben einfach so, dass es nur darum geht, ob Sie jetzt das Gefühl bekommen, dass das stimmt, was ich Ihnen sage, dass es nur eine vertrauenswürdige Instanz in der Welt gibt, die Next Scientist for Future.de. .de vom Weltrat und dass nur dort eben nicht dieser ewige Bildungsmangel und diese Summe an vorteilbringenden Irrtümern überall ist, sondern nur da ist Wahrheit, nur uns können sie vertrauen und folgen. Nur brauchen wir eben noch jemanden, der eine Partei gründet und vielleicht Spenden für diese Partei sammelt, so dass dann Rechtsanwälte die Satzung dieser Partei mit einer Art Absprache mit uns bestmöglich schnell aufstellen können und so weiter. Denn ich fürchte, dass das, was es überall so an Neuparteien gibt, dass das alles nichts anderes auch wieder nur also nichts anderes als sektiererische, mehr oder weniger unrealistische Grüppchen sind von irgendwelchen Leuten, die riesige Bildungsmängel und riesige vorteilbringende Irrtümer in den Köpfen haben und deswegen auch nichts bringen werden. Ne? Ja, denn Platz ist in der politischen Landschaft nur für etwas, was diesen ganz großen Wurf bringt. Unsere Professoren hatten ja in einer simulierten Bundestagswahl 56% erreicht, weil es eben der ganz große Wurf ist. Das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Mein Supermarktleiter soll endlich belohnt werden, wenn er mir nur noch Gesundheitsförderlicheres nahebringt, sozusagen. Mein Arzt soll nur noch belohnt werden, nur noch positive Anreize bekommen, wenn er meine Gesundheit und Langlebigkeit bewiesenermaßen fördert, Krankheiten verhindert, dafür sorgt, dass ich nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Und das ist der ganz große neue Wurf. Das ist das, was
den Weltrat und die Next Scientists for Future von allem anderen in der Welt unterscheidet. Das ist die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO. Ja, und dass auch das Rechtssystem nur noch an der Beendigung des Verbrechens gut verdient, aber nicht mehr an der Verwaltung und an der Verhätschelung der Verbrecher gut verdient und so weiter. Und ich hoffe, Sie können verstehen, dass es nur eine vertrauenswürdige Instanz in der Welt gibt, und das sind nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Und vielleicht ist es wie bei den Bonobos. Wir können vielleicht nicht mehr tun, als um ihr Vertrauen zu werben, so wie das die Bonobos tun, die dann mit dem Zweig auf den Boden schlagen und damit sagen: Ihr kennt mich, liebe Gruppenmitglieder, liebe Frauen und Kinder, folgt mir. Ihr wisst, dass ich euch früher immer schon zu guten Nahrungsquellen geführt habe und ich werde euch auch heute dahin führen. Also bitte, ihr könnt mir vertrauen und mir folgen. Und vielleicht können wir auch nicht mehr sagen als genau dies. Und von daher, bitte, wann auch immer Sie schon mal darüber nachgedacht haben, eine Partei zu gründen, machen Sie es jetzt und sammeln Sie Spenden dafür bezüglich, dass eben dann Rechtsanwälte bezahlt werden können, die diese Partei sofort funktionsfähig machen und eben vielleicht abgestimmt mit den Next Scientists for Future sozusagen die Details durchgesprochen, sozusagen die Satzung so gestalten, dass es dann eine sinnvolle Partei gibt. Wir haben auch im Forum einen Satzungstext, den man zur Not ja auch benutzen könnte. Ja, ja, also in Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, liebe Wählerinnen und Wähler, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie für diesen Weg zu gewinnen, der uns der einzige scheint, der sinnvoll ist. Ja, tschüssi, bis bald.